Viele Menschen haben eine regelrechte Panik, wenn sie ihr Haustier vermissen. Das ist allerdings kein Wunder, denn in den meisten Fällen sind Haustiere Teil der Familie und seinen Besitzern ans Herz gewachsen. Wenn ein Haustier tatsächlich einmal vermisst wird, wird nicht selten ein großer Aufwand betrieben, um dieses wiederzufinden. In den seltensten Fällen jedoch sind die Aussichten nicht gut und so müssen sich die traurigen Besitzer mit dem Verlust anfreunden. Es gibt jedoch Fälle, die durch die Presse gingen, wo Haustiere über lange Zeit vermisst waren und wie aus dem Nichts oder manchmal auch zufällig wieder nach Hause kamen. Heute 10 Haustiere, die nach Hause kamen, nachdem sie verloren waren. Nummer 10. Kazuko Yamagishi und ihr Ehemann Takeo, die in Ofunato in Japan lebten, wurden aufgrund des Tsunamis vom 11.03.2011 aus ihrem Haus evakuiert. Leider hatten sie nicht die Zeit, ihre Katze zu finden. Als sie zurückkamen, war die Katze verschwunden. Etwa 3 Jahre später entdeckte ein Paar während des Wanderns im nahegelegenen Pinienwald eine schwarze Katze. Diese nahmen das Paar mit und brachten sie in das Ofunato Public Health Center. Nach einigen Tagen machte ein Angestellter ein Foto der Katze, um eine Annonce zu schalten, als er am Kragen den verblichenen Namen und die Nummer der Yamagishis bemerkte. Er hat die Familie ausfindig gemacht und ihnen Suika übergeben. Nummer 9. 2012 verwüstete der Hurricane Sandy die Nordwestküste der USA. Hiervon waren auch Chuck und Alicia James betroffen, die zu dieser Zeit in New Jersey lebten. Der Sturm zerstörte den Zaun ihres Gartens, sodass ihr Hund Reckless ein Terrier-Pitbull-Mix ausbüchste. Selbstverständlich waren Chuck und Alicia untröstlich über den Verlust und suchten mehrere Monate nach ihrem Hund. Schlussendlich akzeptierten sie den Verlust und gingen davon aus, dass ihr geliebtes Haustier Opfer des Sturmes war. Etwa 1,5 Jahre später besuchten sie ein lokales Tierheim, um einen neuen Hund zu adoptieren. Zu ihrer Überraschung trafen sie dort auf Reckless, der vom Tierheim den Namen Lukas erhalten hatte und die ganze Zeit dort auf sie wartete. Nummer 8. Robin Alex aus Albuquerque, New Mexico war auf dem Weg nach New Orleans, als ihre Katze Charles verschwand. Nach etwa 8 Monaten erhielt Alex einen Anruf des Chicago Animal Care and Control, die eine streunende Katze eingefangen hatten und nicht nur diese identifizierten, sondern auch die Besitzerin aufgrund des Mikrochips ausfindig machen konnten. Robin hatte 6 Tage Zeit, die Katze abzuholen, jedoch leider nicht das Geld für den Hin- und Rückflug. Über den Vorfall wurde in der lokalen Presse berichtet und Robin bat in vielen Medien um Hilfe. Schlussendlich erklärte sich Lucien Sims bereit, der zu einer Hochzeit in Chicago eingeladen war und auch in Albuquerque lebte, zu helfen. American Airlines verzichtete auf die Gebühren des Fluges der Katze und eine Firma spendete die Transportbox. Nummer 7. 2003 musste sich Michelle Poole aus Arkansas einer OP am Rücken unterziehen. Aufgrund ihres langen Genesungsprozesses fragte sie ihren Vater, der in San Antonio, Texas lebte, auf ihr Pferd aufzupassen. Eines Nachts wurde Opie jedoch gestohlen und etwa 10 Jahre später wiedergefunden. Eine Frau namens Diana Bordelon suchte ein Pferd für ihre 13-jährige Tochter und misstraute der Geschichte der Verkäuferin. Sie informierte die Behörden, die schlussendlich Opie ihren ursprünglichen Besitzern zurückgaben. Nummer 6. 2009 kam Angelo Petrillo aus England nach Hause und erblickte eine tote Katze, von der er überzeugt war, dass es seine war und die scheinbar von einem Auto angefahren wurde. Nachdem die Familie die Katze begraben hatte und in ein neues Haus zog, kam etwa 9 Monate später ein alter Nachbar bei der Familie Petrillo vorbei und erzählte ihnen, dass ihre Katze Alfie vor ihrem alten Haus stand, um hereingelassen zu werden. Angelo und seine Frau Katie fuhren zum alten Haus und erblickten tatsächlich ihre Katze Alfie. Wo die Katze jedoch die ganze Zeit steckte und wessen Katze sie tatsächlich begraben hatten, ist nicht geklärt. Nummer 5. Bucky war ein 3-jähriger schwarzer Labrador, der von seinem Besitzer Mark Wessels im Januar 2011 zu seinem Vater nach Virginia gebracht wurde, nachdem Behörden in dem Teil von Myrtle Beach in South Carolina, wo Wessels lebte, Hunde verboten wurden. Im September 2012 bemerkte Brett Gallinger einen Hund, der in seiner Nachbarschaft, dem Carolina Forest, herumwanderte. Da sich der Hund gut mit seiner Hündin verstand, nahm Brett den Hund auf und brachte ihn zum Tierarzt. Dieser identifizierte den Labrador und seinen Besitzer aufgrund seines Chips. Wie jedoch Bucky die etwa 800 Kilometer nach Hause meisterte, ist nach wie vor unklar. Nummer 4. Eines Tages verschwand Andy die Schildkröte aus seinem Käfig.
Ihre Besitzerin, die 7-jährige Ella aus Burton, war untröstlich. Ihr Vater nahm an, dass Andy zu einem nahegelegenen Fluss gelangte und verschwand. Etwa ein Jahr später fand ein Freund der Familie eine Schildkröte, die auf der Straße nahe des Hauses der Familie herumlief. Einen Tag später wurde dieser Vorfall in der Schule erwähnt. Ella berichtete, dass ihre Schildkröte etwa vor einem Jahr verloren ging. Die Schildkröte wurde der kleinen Ella gezeigt, die sie als ihr Andy identifizierte. Nummer 3. Jacob und Bonnie Richter, die ursprünglich in West Palm Beach wohnten, waren zusammen mit ihrer Katze Holly in einem Wohnmobil im Urlaub in Daytona. Nachdem einige Feuerwerke nahe des Wohnmobils entzündet wurden, lief Holly vermutlich aus Angst weg. 63 Tage später fand Barb Mazzola eine Frau, die in der Nähe der Richters wohnte, eine schwache und ausgemergelte Katze, die in ihrem Hof herumschlich. Barb brachte die Katze zu einem Tierarzt, der sowohl die Katze als auch ihre Besitzer aufgrund des Mikrochips identifizieren konnte. Wie die Katze die etwa 300 Kilometer zurücklegte, ist auch hier nicht geklärt. Nummer 2. Pauline und Bill Lowe aus Cowingham, England, spendeten 2 Sofas an das St. Luke's Hospice in Grays, Essex. Anschließend galt ihre Katze Crockett als vermisst. Wie sich herausstellte, hatte sich die Katze im Sofa versteckt. Als Arbeiter des Pflegeheims das Sofa abholten und es zu seinen neuen Bewohnern brachten, vernahmen diese ein Miauen, was aus dem Sofa kam. Das Pflegeheim wurde informiert und die Katze der Familie übergeben. Der 10-jährige Crockett war trotz 4-tägiger Gefangenschaft ohne Wasser und Nahrung in guter Verfassung. Nummer 1. Bei Renovierungsarbeiten in einem Haus in Boulder, Colorado, entwischte Willow die Katze aus einer offenstehenden Tür. Ihre Besitzer gingen nach langer Suche davon aus, dass Willow von einem Kojoten oder anderem wilden Tier gefressen wurde. Nach 5 Jahren erhielt die Familie einen Anruf des 2900 Kilometer entfernten New Yorker Animal Control and Care, dass ein Mann Willow auf der Straße entdeckt hatte und ihn ins Tierheim brachte. Willow und seine Besitzer konnten aufgrund des unter die Haut transplantierten Mikrochips ausfindig gemacht werden. Eine Fernsehsendung bot der Familie im Austausch der Exklusivrechte der Story an, die Flugkosten zu übernehmen. Die Katze wurde über Nacht zum Star. Wie sie allerdings nach New York gekommen war, ist nicht geklärt. Danke fürs Zusehen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert diesen Kanal und wir sehen uns bald wieder.